Willkommen zur heutigen Sendung. Ja, das TV-Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton mag zwar in den USA sehr interessiert haben, in Europa allerdings hat man andere Sorgen. Das Problem heißt europäische Banken, bei weitem nicht nur die Deutsche Bank, hat tierische Probleme. Die Commerzbank will sich gesund schrumpfen und auch die UniCredit ist nach wie vor nicht gerettet. Wir schauen uns dazu gleich mal ein paar Charts an, denn das zeigt, wie wenig Vertrauen die Anleger zurzeit in europäische Bankhäuser haben. Nochmal willkommen zu dieser Sendung. Starten wir mal mit der Deutschen Bank. Bei der gab es heute nicht mehr viel zu verlieren und so verlor sie dann nur ein Drittel Prozent oder 4 Cent. Ja, 4 Cent, das sind schon 0,33%. Wie kommt das? Die Deutsche Bank ist einfach nicht mehr wirklich viel wert, nicht? Die Aktie ist schon fast im einstelligen Bereich. Heute auch nochmal ein Test, wie wir hier im Daily Chart sehen, von fast 10. Und wenn wir uns den Ichimoku dazu anschauen, dann ist der weiter sehr bärisch. Also auch, dass hier das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist, das ist zumindest mal alles andere als sicher. Das hier ist die UniCredit mal zur Abwechslung aus Italien. Die hat heute über 2% verloren, hat auch nur 4 Cent im Prinzip verloren, aber sie kostet eben auch nur noch 2 Euro. Die italienische Bank, und wir sehen hier, dass der blaue Tenkan in der Wolke unter den orangefarbenen Kijun gefallen ist. Also hier ist auch das bisherige Tief aus dem Juli von 1,70 durchaus nochmal ein Thema, auch wenn wir den Abwärtstrend verlassen haben. Das hatte den Bullen aber bisher wenig genutzt. Erholungen werden in der Regel sofort wieder abverkauft. Dann haben wir hier mal die Commerzbank zur Abwechslung. Auch die heute 2,2% nach unten. Hier die kleine Erholung bis an die Wolkenoberkante bei 6,50 ist vorbei. Bei 6,15 haben wir dann wohl nochmal eine Unterstützung gebrochen. Jetzt sind wir da in der Wolke drin. Aber ein Retest der 5,15 ist auch hier nicht ausgeschlossen. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann kann man aber trotzdem als Commerzbank-Aktionär sagen: Juhu, wir sehen noch nicht wieder so tief in den Abgrund, wie wir es 2012 und 2013 schon mal getan haben. Ist das nicht klasse? Ja, und dann schauen wir mal auf eine französische Bank noch, die Crédit Agricole. Die war im Aufwärtstrend. Schau an, es gibt also auch Banken, die zuletzt ein bisschen zulegen konnten. Allerdings droht dieser Aufwärtstrend gerade auch schon wieder zu brechen. Und dann könnte es eben auch wieder zurückgehen zu dem Tiefstar bei 7 Euro. Also insgesamt keine schönen Aussichten. Und das hat dann eben auch dem DAX nicht geholfen. Er begann heute früh ziemlich gut, wie wir da eine lange grüne Kerze sehen. Das war heute früh 8 Uhr. Da ging es erstmal Richtung Norden mit einem Test des Widerstands bei 10.465 Punkten. Und dann kam eben die Bankenkrise wieder zurück und dann ging es mit dem DAX auch ganz schnell wieder Richtung Süden. Wir hatten also schon fast die 10.250 erreicht. Im amerikanischen Handel, da hat man dann doch wieder mehr sich darüber wohl gefreut, dass Hillary Clinton eben dann doch das kleinere Übel zwischen zwei großen Übeln ist. Und das hat dann jetzt am Nachmittag die Märkte dann doch wieder ein bisschen stabilisiert. Was wir hier auch sehen ist, dass zwischen Kijun und Tenkan ein kleiner Unterschied schon wieder herrscht. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier überverkauft sind, sodass die Reaktion auch im Prinzip technisch sein könnte. Wir sehen im 4-Stunden-Chart, dass der Tenkan den orangefarbenen Kijun gekreuzt hat. Das ist eher bärisch. Und das gleiche Spiel können wir dann eben, ach so, ja, hier noch der Fallschnell. Nächstes Ziel könnte nämlich die 10.100 sein. Dann schauen wir auf den Eurostoxx. Ganz klar, der ist im Abwärtstrendkanal und sieht auch nicht wirklich lustig aus, aber auch hier gerade ein bisschen Erholung mal schauen, wie weit das geht. Zurzeit ist der Abwärtstrendkanal noch nicht, steht er noch nicht vor dem Bruch. 2925 wäre eine mögliche Unterstützung. Theoretisch möglich ist hier der Bruch und eine Bewegung Richtung 2860. Das wäre die eine Variante. Aber wir sehen jetzt rot eingekreist auch, dass wir hier einen Umkehrstab vielleicht bekommen. Das war hier noch nicht ganz zu Ende. Sollte dies so kommen, dann könnte es durchaus sein, dass vielleicht der Abverkauf doch eine Chance hat, beendet zu werden. Muss man mal abwarten. Übrigens, ein ähnliches Bild habe ich vorhin gerade vergessen zu zeigen, auch im DAX. Auch da sieht es nach Umkehrstab aus. Also vielleicht auch hier
nicht zwangsläufig weitere Abverkäufe, müssen wir mal abwarten. Euro-US-Dollar nach der schönen Erholung gestern, heute dann doch der Rückfall, hat eben auch mit der Bankenkrise zu tun, hat den Euro ganz klar letztendlich unter Druck gebracht. Die Show von Hillary Clinton und Donald Trump hat den Euro-US-Dollar eher stabil gelassen. Der Yen hat nachgegeben, also US-Dollar, japanischer Yen hat zugelegt, während sich die Japaner freuen, aber auch im Bereich des Moderaten. Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung hier bei 1,1195 so. Und die hat dann heute erst einmal gehalten. Das hat jetzt wieder eine Erholung gegeben, aber insgesamt, ja, ist das zwar jetzt noch nicht zwangsläufig der Weg Richtung Süden, aber sollte sich die Krise um die Banken weiter verschärfen, dann könnte das also den Euro doch arg unter Druck bringen. Das hier ist der Dow Jones, da sehen wir das auch nochmal sehr schön. Das TV-Duell in der Nacht, der DAX, der Dow Jones wird ja auch über Nacht im Future gehandelt. Da gab es doch eine deutliche Erholung, während es dann eben ab den Morgenstunden die Korrektur aus Europa gegeben hat. Und heute Nachmittag, da sehen wir aber eben auch im Vergleich zu den europäischen Indizes, die amerikanischen Indizes deutlich dynamischer. Sind wir wieder einer 18.250 und kommen wir darüber, dann könnten wir sogar das September-Hoch da bei 18.440 Punkten wieder anvisieren. Hier fehlt jetzt leider gerade der Ichimoku. Hat heute manchmal technisch ein bisschen gebockt. Ich denke, das Wichtigste haben wir trotzdem gesehen. Außerdem aus den USA, Robert Kaplan von der Fed hat, von der Dallas Fed, hat sich für eine Zinsanhebung ausgesprochen. Er sieht die Gefahr von Ungleichgewichten und Verzerrungen am Finanzmarkt. Und das hat aber die Märkte heute nicht so wahnsinnig gestört. Dürfte auch nicht der Grund gewesen sein, weshalb der Dollar dann plötzlich so zugelegt hat. Denn Robert Kaplan hat ja gestern schon gesprochen. Und das sind die Daten hier. Ich habe mal mit reingenommen, CBI realisierten Handel aus den USA, das ist der aus Großbritannien, das ist der Einzelhandel, minus 8, da waren plus 7 erwartet, das ist also schon wirklich erschreckend schlecht, hat aber aufs britische Pfund zumindest mal keine Auswirkungen gehabt, wie wir dann noch sehen werden. Und aus den USA gab es insgesamt gar nicht so schlechte Daten, Case-Shiller-Hauspreisindex ein bisschen niedriger, okay, ist jetzt nicht wirklich gut, 5,0. Aber der Market-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen nicht schlecht und das Verbrauchervertrauen richtig gut. Von der Warte aus also durchaus ermutigende Zahlen aus den USA. Heute Abend gibt es noch die Quartalszahlen von Nike. Schauen wir noch schnell auf Cable. Da ist die Idee der Schulterkopf-Schulterformation erst einmal heute so ein bisschen aus dem Rennen genommen worden. Wir haben uns erholt wieder über die 1,30, sind jetzt auch dran, die Wolke zu brechen und dann könnte es einen Retest der 1,31,20 hier durchaus geben. Also die Idee, Bruch und noch tiefer, ja, das ist zurzeit alles andere als sicher. Wie gesagt, also zurzeit ist durchaus ein Test auf der Oberseite denkbar. Der Tenkan und der Kijun liegen genau übereinander in der Wolke neben dem Kurs und zeigen schön mit 45 Grad Winkel nach Norden. Das ist eigentlich ein ziemlich bullisches Signal. Der hellblaue Nachläufer ist auch schon über dem Kurs und fast auch über der Wolke. Also das sieht eher nach Erholung aus. Öl müssen wir uns natürlich auch kümmern. Die Energieminister sind ja gerade in Algier zugange und da schickt jedes OPEC-Mitglied eine Sau durchs Dorf mal. Der Saudi-Ölminister Khalid Al-Falih hat erklärt, dass Saudi-Arabien den Konsens der OPEC zur Deckelung der Ölförderung folgen will. Man erwarte, dass es den Konsens in den nächsten Monaten gibt. Also man will einem Konsens folgen, den es noch gar nicht gibt. Sehr interessante Aussage. Irans Energieminister Sangani hatte dagegen gleich mal klargestellt, dass für den Iran eine Deckelung der Ölförderung überhaupt nicht zur Debatte steht. Man will die Fördermenge weiter erhöhen. Nigeria möchte gerne eine Fördermengenreduzierung, die allerdings für Nigeria selbst nicht gelten soll. Und nach dem ganzen Hickhack gibt es gerüchteweise von Russland die Absage zum morgen geplanten Treffen mit der OPEC. Das klingt für den Ölpreis alles nicht so richtig gut und genauso hat er dann heute auch ausgesehen. Wir sind also nach der schönen Erholung, die wir gestern gefeiert haben, nicht ganz bis zur 46,50, bis zum Doppeltop gekommen, sondern sind wieder nach Süden abgebogen.
Und jetzt droht wieder ein Bruch der 44, 10 eher und ein Test, ein Retest des Tiefs von Mitte September bei 42, 70. Öl ist zurzeit wirklich eine sehr politische Angelegenheit. Das hat mit Markt nicht so allzu viel zu tun. Und so ist es hier auch mit Prognosen schwer. Zurzeit sieht es eher so aus, als wenn wir eben, wie gesagt, die 42,70 testen könnten. Ob es dann tatsächlich so kommt, kommt darauf an, was die OPEC-Mitglieder morgen Schönes erzählen. Noch zum Schluss schnell Gold. Gold hat es also ja geschafft, nach der FED-Entscheidung, die Zinsen nicht anzuheben, deutlich zu steigen, bis in den Bereich 1344. Heute gab es also dann doch wieder eine Korrektur, weil dass die Zinsen auch in den weiteren Sitzungen der FED in diesem Jahr nicht angehoben werden, ist halt nicht so ganz sicher. Und dazu kam dann jetzt am Nachmittag eben auch, dass der Dollar ein bisschen stärker geworden ist und so hat dann Gold auch wieder ein bisschen verloren. Also so richtig nach Rallye sieht das Ganze nicht aus. Und wenn wir uns den 4-Stunden-Chart anschauen, sehen wir, dass wir kurzfristig auch von einem Abwärtstrend gedeckelt sind. Auf der Unterseite können wir allerdings auch sagen, dass da die Spitzen Richtung Süden auch immer eher aufhören. Also scheinen wir uns so in eine Art Wimpel hinein zu bewegen. Mal schauen, was daraus kommt. Der Ichimoku kann sich zurzeit auch nicht so richtig entscheiden. Für die Bullen spricht, dass wir noch über der Wolke sind. Das kann sich aber ändern, weil die Wolke sehr dünn ist. Der Tenkan ist auch noch über dem Kijun. Schauen wir mal, was daraus wird. Würde ich mit einer Prognose lieber vorsichtig sein. Morgen geht das OPEC-Treffen weiter und dazu gibt es das GfK-Konsumklima aus Deutschland, das Konjunkturbarometer aus der Schweiz und sorry, dann die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA, einer der wichtigsten Wirtschaftstermine, die man so im Monat in den USA hat. Außerdem Janet Yellen mit ihren Aussagen vom Repräsentantenhaus wird sicherlich auch sehr spannend. Erdöllagebestände wie immer am Mittwoch und Mario Draghi darf vom Europaausschuss des Bundestages sprechen. Ja, und das war's dann für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Feierabend.